Ja, herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus. Wir wollen uns über den Schriftsteller Leonard Frank verständigen. Anlass dafür ist die neue Biografie von Katharina Rudolph, die wir vorstellen und über die und mit der wir ins Gespräch kommen wollen. Rebell im Maßanzug, so lautet der Titel dieses wirklich voluminösen Porträts des Autors, das auf neuen und sehr umfangreichen Recherchen aufbaut. Leonard Frank, ich denke, so ehrlich müssen wir sein, ist weniger prominent als viele der Schriftsteller, Kolleginnen und Kollegen seiner Zeit, also der Weimarer Republik und der nachfolgenden Jahrzehnte, nennen wir Heinrich Mann, Kurt Tucholsky oder Anna Segers. Aber dieser Befund ist eine punktuelle Zeitaufnahme. Als Schriftsteller, der in seinen Werken sehr früh und sehr entschieden für den Frieden eintrat, ist Leonard Frank eine unverzichtbare Stimme seiner Zeit und ein zentraler Bezugspunkt für eine literarische Tradition des Pazifismus. Wir brauchen uns nur die aktuelle Nachrichtenlage, also das Säbelrasseln auf der weltpolitischen Bühne vor Augen zu führen, um der Gegenwärtigkeit und Dringlichkeit einer solchen Position und Schreibhaltung gewahr zu werden. Liebe Katharina Rudolph, wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführung und Entdeckung. Vielen Dank fürs Kommen. Dieser Dank richtet sich auch an Jens Biski, der gleich das Gespräch führen wird und der Ihnen als Publizist und Literaturkritiker bestens vertraut sein wird. Nun, eine der Fundgruben, die Katharina Rudolph für ihre Biografie über Leonard Frank ausgewertet hat, ist das Berliner Leonard Frank Archiv, das zum Literaturarchiv der Akademie der Künste gehört. Archive sind so etwas wie die Schatzkammern unserer Gegenwart. Wir dürfen uns jetzt eingangs freuen, dass Gabriele Radeke uns ein paar Einblicke in das Leonard Frank Archiv der Akademie der Künste geben wird und uns damit gleichsam in diese Schatzkammer mitnimmt. Gabriele Radeke ist Literatur- und Editionswissenschaftlerin und Leiterin des Literaturarchivs der Akademie der Künste. Diese Veranstaltung ist eine Kooperationsveranstaltung zusammen mit dem Literaturarchiv der Akademie der Künste und ist zugleich eine Pilotveranstaltung, der weitere Kooperationen unter dem Schlagwort Schaufensterarchiv folgen sollen. Ein ganz herzlicher Dank an dieser Stelle für die schöne Kooperation. Bedanken möchte ich mich darüber hinaus beim Aufbauverlag, in dem die Leonard-Frank-Biografie Rebell im Maßanzug von Katharina Rudolph erschienen ist. Auch im Namen des Aufbauverlags möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Christian Hippe, ich bin Leiter des Literaturforums im Brechthaus, reiche jetzt das Wort weiter an Gabriele Radeke und würde mich freuen, wenn wir unsere Gäste gemeinsam und alle Gäste dieses Abends mit einem herzlichen Applaus begrüßen könnten. Auch von mir ein herzliches Willkommen an Sie alle hier im Literaturforum im Brechthaus und an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an den Bildschirmen. Es ist die erste Veranstaltung, das hat Christian Hippe schon gesagt, zwischen dem Literaturforum im Brechthaus und dem Literaturarchiv. Und ich freue mich persönlich sehr, dass wir heute ein neues Veranstaltungsformat wagen. Es ermöglicht uns einmal mehr, über Schriftsteller und Schriftstellerinnen im Kontext neuer Publikationen und ihren Nachlassarchiven zu diskutieren. Katharina Rudolphs sehr schöne Biografie »Rebell im Maßanzug« ist dafür wie geschaffen. Denn sie hat nicht nur die erste und längst überfällige Biografie zu Leonard Frank vorgelegt, sondern sie hat mit ihrem wunderbaren Buch zudem viele neue Details zutage gefördert. Aufgrund ihrer äußerst hartnäckigen und akribischen Recherche im Nachlass von Leonard Frank. Leonard Frank war in doppelter Weise mit der Akademie der Künste verbunden, als Akademiemitglied und als Übergeber seines Vorlasses.
von 1928 bis zu seinem Ausschluss durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 war Frank Mitglied der Akademie-Sektion für Dichtkunst. Nach der Teilung Deutschlands und nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil wurde Frank 1956 wenigstens als korrespondierendes Mitglied in die Deutsche Akademie der DDR wieder aufgenommen. Leonhard Franks Lebensweg, insbesondere im geteilten Deutschland, und seine konsequente Haltung als unangepasster Schriftsteller spiegeln sich nicht nur in seinen gedruckten Werken wider, sondern auch in seinem Nachlass, der zweigeteilt ist. Etwa zwei Drittel hatte Frank selbst noch als Vorlass 1960 zur Sicherung und Bewahrung der Ostakademie anvertraut. Ein kleinerer Teil ging dann, veranlasst durch seine Witwe Charlotte, 1968 an das Westdeutsche Literaturarchiv Marbach. Das Leonhard-Frank-Archiv in der Akademie der Künste ist ein relativ kleines Archiv. Es umfasst, wie wir in der Archivsprache sagen, 4 laufende Meter, das sind gut 18.000 Blatt. Zum Vergleich, der Nachlass von Heiner Müller beläuft sich auf etwa 130.000 Blatt. Das Leonhard-Frank-Archiv enthält wie viele andere Archive von Dichternachlässen Werkmanuskripten zu Romanen, Erzählungen und den dramatischen Arbeiten. Hinzu kommt eine umfangreiche Korrespondenz und Sekundärliteratur sowie Zeitungsausschnitte, die Einblicke in die zeitgenössische Rezeption geben. Das Archiv wurde zu Lebzeiten Franks von Horst Schurich erschlossen und kann nach Rücksprache mit dem Rechteinhaber, dem Aufbauverlag, genutzt werden. Und das wird es auch. Dass ein in Westdeutschland lebender Autor seinen Vorlass einem ostdeutschen Archiv anvertraut hat, ist äußerst ungewöhnlich. Es war eine mutige Entscheidung. Sie war konsequent, denn Frank war in den 1950er Jahren immer mehr zu einem intellektuellen Außenseiter Westdeutschlands geworden, dessen Werk vorwiegend in der DDR veröffentlicht und rezipiert wurde. Nachdem er mit dem Nationalpreis erster Klasse die höchste öffentliche Anerkennung in der DDR erhalten hatte, wurde es für Frank immer schwieriger, im Westen zu publizieren. Dennoch blieb er in München und übersiedelte nicht in die DDR. Es gab aber noch einen anderen Grund, warum Frank, obwohl er auch Träger des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland war, im Abseits der Bonner Republik stand. Das fortdauernde, kritisch-radikale Schreiben gegen den Nationalsozialismus und Antisemitismus. Schon mit seinem Roman »Die Jünger Jesu«, den er als Emigrant noch in Amerika geschrieben hatte und der erstmals 1949 im Amsterdamer Querido Verlag erschienen war, warnte er vor einem neuen Erstarken vor Nationalsozialismus und Antisemitismus in Deutschland. Und das können wir auch sehr schön in Ihrer Biografie nachlesen, Frau Rudolph. Das erste Blatt, das ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist charakteristisch für Franks Arbeitsweise. Die Handschrift ist schwer zu entziffern und die vielen Durchstreichungen und Hinzufügungen führen die herausfordernde Schreibarbeit Franks vor Augen. Auch in seinem Drama Ruth, das 1958 entstand, setzte Frank das Schreiben gegen den Antisemitismus fort. Allerdings wurde das Drama weder auf der Bühne in West- noch in Ostdeutschland zu Lebzeiten Franks gespielt. Frank nutzte hierfür seine Schreibmaschine und auch die maschinenschriftlichen Blätter wurden einer gründlichen Überarbeitung unterzogen. Mehr als in seinen poetischen Texten hatte sich Frank mit einer persönlichen Stellungnahme noch eindringlicher in eine kleine öffentliche Diskussion um Antisemitismus in Deutschland eingemischt, wie das letzte Beispiel zeigt. In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1959 wurde die Synagoge in Köln geschändet. 2 junge Mitglieder der rechtsextremen Deutschen Reichspartei beschmierten die Synagoge mit Hakenkreuzen und der Aufschrift »Deutsche fordern Juden raus«. Das war kein Einzelfall. Bis Ende Januar 1960 wurden fast 700 verbale antisemitische Anschläge in der alten Bundesrepublik registriert. Ähnliches passierte in westeuropäischen Staaten und in den USA. Der Verleger der linken Münchner Zeitschrift Die Kultur, Kurt Desch,
reagierte daraufhin mit einer internationalen Umfrage. Gefragt wurde, ob die Ausschreitungen Auswirkungen eines Geltungsbedürfnisses von Halbstarken seien oder ob es sich nicht vielmehr doch um die Gefahr des Wiederauflebens krimineller Aktionen von neonazistischen Verschwörergruppen handle. Des Weiteren wollte Desch wissen, ob gegebenenfalls die Anschläge, die vor allem durch Jugendliche gemacht wurden, einen Rückfall in antisemitisch-narzisstische Barbarei, wie er schrieb, bedeuteten und was man schließlich zur Stärkung der demokratischen Kräfte tun könne. Es beteiligten sich an der Umfrage 65 Personen des öffentlichen Lebens, Filmregisseure wie Wolfgang Staudte, Politiker wie Willy Brandt, Theologen, Naturwissenschaftler und Mediziner, Schriftsteller wie Heinrich Böll, Hans Magnus Enzensberger, John Dos Passos, Hans-Werner Richter und eben auch Leonhard Frank. Wie viele Schriftsteller sieht Frank in den Vorgängen den, Zitat, wieder auflebenden Antisemitismus. Im Unterschied zu seinen Kollegen nimmt er jedoch nicht nur die Lehrer in die Pflicht, die Jugend schon im Schulunterricht aufzuklären, was nämlich bislang versäumt worden war, sondern er appelliert vor allem an seine Kollegen, es ebenso wie er zu tun und, Zitat, durch Werke und Schriften die Menschen von Glauben, Rassen und Völkerhass zu befreien. Denn das war immer der Anfang einer Entwicklung, die mit Not, Elend, millionenfachem Tod und der Vernichtung der Menschenwürde geendet hat. Leonhard Franks Appell wurde, wie die anderen 64 Stimmen, schon im Februar 1960, also anderthalb Monate nach den Anschlägen, in der Zeitschrift Kultur veröffentlicht. Ein Exemplar dieser Ausgabe gehört übrigens zur Nachlassbibliothek von Hans-Werner Richter, die ebenfalls bei uns in der Akademie der Künste aufbewahrt wird. In Leonhard Franks Nachlasspapieren findet sich seine Antwort auf die Umfrage. Sie ist in einem unveröffentlichten Entwurf überliefert. Schaut man sich das Konzept nun genauer an, dann wird deutlich, dass die verbale Schärfe mit der Überarbeitung zugenommen hat. Sie sehen einen maschinenschriftlichen Entwurf, den Frank in einem zweiten Durchgang mit Bleistift handschriftlich überarbeitet hat. Frank kommt hier auch auf sein Drama Ruth zu sprechen und beklagt sich, dass es in Deutschland nicht aufgeführt wurde. Das Typoskript verrät uns nun, im Unterschied zum Abdruck in der Zeitschrift Kultur, etwas Entscheidendes. Frank hatte den aus seiner Sicht entscheidenden Grund für die Ablehnung des Dramas erst während der Überarbeitung zwischen den Zeilen sozusagen hinzugefügt. So erfahren wir, dass ihm ein Bühnenvertrieb geschrieben hatte, dass man doch bitteschön, Zitat, die alten Sachen ruhen lassen solle. Franks Kommentar dazu war kurz und eindeutig, Zitat, leider sind diese alten Sachen immer so oder wieder neu. In seinem Begleitschreiben an den Verleger Kurt Desch, das sich ebenfalls unter Franks Nachlasspapieren befindet, geht noch ein letztes wichtiges Detail hervor, das der Abdruck in der Zeitschrift verschweigt. Frank teilte Desch darin mit, dass er schon bevor die Umfrage ihn erreicht hatte, einen Text gegen die antisemitischen Ausschreitungen niedergeschrieben hatte. Frank bedurfte also nicht erst des Anstoßes durch die Zeitschriftenredaktion, sondern hatte kurz nach dem Kölner Vorfall aus eigenem Antrieb beabsichtigt, offensichtlich gegen die jüngsten antisemitischen Hetzen und Gewaltausbrüche wenigstens verbal zu protestieren. Es lohnt sich also, mit dem Nachlass von Leonhard Frank genauer zu beschäftigen. Nicht nur, wenn es darum geht, weitere biografische Details zutage zu fördern, sondern auch, um Einblicke in den Entstehungskontext seiner Texte zu erhalten, die an ihrer Aktualität gerade vor dem Hintergrund eines zunehmenden Antisemitismus in Deutschland nichts eingebüßt haben. Katharina Rudolph hat sich, weitaus mehr als ich es für heute getan habe, mit Leonhard Franks Hinterlassenschaft über Jahre hinweg beschäftigt. Sie sagte also mindestens 5 Jahre, wenn ich richtig liege. Sie hat ihre Recherche auch auf andere Archive und Institutionen ausgeweitet und ich habe gelesen, es waren 50. Und wir dürfen nun gespannt sein, was es noch Neues aus Leonhard Franks bewegtem und nicht widerspruchsfreiem Leben zu erzählen gibt. Freuen wir uns auf die Lesung und auf das Gespräch mit Katharina Rudolph und Jens Biskey.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Jens Biski, Redakteur des Mittelweg 36, der Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Bin ich zu hören? Ja, gut. Ich freue mich sehr, heute mit Katharina Rudolph über Leonhard Frank zu sprechen. Ich freue mich darüber nicht nur, weil ich mal wieder unter Leute komme und nicht die ganze Zeit im Homeoffice sitzen muss, sondern ich freue mich auch, weil ihre Biografie Rebell im Maßanzug ein besonders interessantes Buch ist und ein nötiges. Ich habe unter meinen belesenen, hochgebildeten Bekannten eine kleine Umfrage unternommen und habe sie gefragt, Leonhard Frank, was habt ihr da gelesen? Und etwa die Hälfte dieser Leute, die Riesenbücherwände haben zu Hause und viel gelesen, kannten den nicht. Oder hatten höchstens mal von ihm gehört, ach, das ist doch der mit Der Mensch ist gut. Und das war's dann. Also als würde der so ein Schatten aus Literaturgeschichten sein, wirkte es zwischendurch. Es ist also Grundlagenforschung, kann man sagen, die Katharina Rudolph hier leistet in ihrem Buch. Sie ist Journalistin und hat ihre Dissertation über Leonhard Frank geschrieben. Ich habe, als ich das Buch gelesen habe, sehr viel gelernt, von dem ich vorher überhaupt keine Vorstellung hatte, dass man es wissen könnte. Und wir werden einige Stationen aus dem Leben von Leonhard Frank heute Abend Revue passieren lassen und dabei auch darauf zu sprechen kommen. Das Buch ist nicht nur interessant, weil Frank interessant ist und es Grundlagenforschung ist, sondern weil neben einem, wie ich finde, nach wie vor lesenswerten literarischen Werk auch ein Leben hier ausgebreitet wird, in dem besonders viel geschieht, in dem es ständig Umschwünge gibt und in dem sich die europäische Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts spiegelt. Ich bin dank meines Großvaters zu Leonhard Frank gekommen, als ich mit 15, 16 Karl May gelesen habe, sagte mein bildungsstolzer Großvater, was liest denn du da? Also wenn schon Old Shatterhand, dann liest doch wenigstens die Räuberbande von Leonhard Frank. Und dann bin ich an den hier im Brechthaus, muss ich das sagen, an den Helene-Weigel-Platz in Berlin-Marzahn in die Bibliothek und habe mir die Räuberbande ausgeliehen, habe sie gern gelesen und habe dann anschließend noch ein wenig weiter von Leonhard Frank gelesen. Frau Rudolph, wie sind Sie zu Leonhard Frank gekommen? Sie haben ja doch ein paar Jahre Ihres Lebens diesem Autor gewidmet. Das macht man nicht einfach so. Mikrofon bitte. Also das war, hört man mich? Ja. Eigentlich am Anfang gar nicht so eine romantische Kennenlerngeschichte, sondern es war eigentlich eine sehr pragmatische Sache, weil ich meine Doktorarbeit geschrieben habe und ich brauchte ein Thema. Und mir war klar, dass ich nicht nur für so einen wissenschaftlichen Elfenbeinturm schreiben wollte. Und dann habe ich gedacht, naja, eine Biografie ist ja irgendwie was, was vielleicht viele Menschen irgendwie lesen wollten. Und dann habe ich gedacht, das könnte ich machen. Und habe dann tatsächlich Kandidaten gesucht, geeignete Kandidaten. Weil man muss ja irgendwie in so einer Biografie, in so einer Dissertation muss man irgendwie was Neues liefern und eben zu irgendwas schreiben, zu dem noch nicht so viel bekannt ist. Und dann gab es eben ein paar Kandidaten und Leonhard Frank war irgendwie mit auf der Liste. Und dann sind von diesen Kandidaten immer wieder irgendwelche rausgefallen, weil da gab es schon eine Biografie oder die waren dann irgendwie doch nicht so spannend. Und Leonhard Frank war irgendwie, ich kannte am Anfang noch gar nicht so viel von ihm. Ich habe ein bisschen reingelesen in seine Bücher. Aber ich fand ihn irgendwie am Ende am spannendsten von denjenigen, die dann noch übrig waren. Und ich würde sagen, im Laufe der Jahre hat sich dann wirklich das zu einer sehr engen Beziehung entwickelt. Und auch, also ich mag ihn unglaublich gerne. Als Autor, als Person? Beides. Also ich finde ihn als Autor selbstverständlich. Ich finde
Er schreibt unglaublich gut. Es gibt Bücher, die müssen wir nicht mehr lesen, aber es gibt viele Bücher, in denen ich finde, dass er ganz toll schreibt. Ich finde, er spricht Dinge an, das war eben auch schon davon die Rede, die sehr gegenwärtig sind. Ich finde, seine Haltung, seine menschliche Haltung hat mich wahnsinnig fasziniert. Mich hat aber auch fasziniert, dass er irgendwie so eine schillernde Figur war. Irgendwie, dass er ein attraktiver, interessanter Mann war. Hat mich auch fasziniert, ja. Jetzt muss ich Sie gar nicht mehr fragen, was Sie mehr interessiert, wenn man Ihren Titel nimmt, der Rebell oder der Mann im Maßanzug. Sie werden wahrscheinlich sagen, beides. Also lassen Sie uns, oder die Spannung zwischen beiden vielleicht. Lassen Sie uns über Leonhard Frank reden. Er ist 1882 geboren. Das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwa der Jahrgang von James Joyce, Virginia Woolf und Karl Valentin, um nur so ein paar zu nennen. Und er wird geboren in Würzburg. Die Stadt will ich einführen, indem ich ihn selber zu Wort kommen lasse. Sie werden es wahrscheinlich alle kennen oder wenn nicht, demnächst kennenlernen. Es ist der Anfang der Räuberbande. Plötzlich rollten die Fuhrwerke unhörbar auf dem holprigen Pflaster. Die Bürger gestikulierten, ihre Lippen bewegten sich. Man hörte keinen Laut. Luft und Häuser zitterten, denn die 30 Kirchturmglocken von Würzburg läuteten dröhnend zusammen zum Samstagabend Gottesdienst. Und aus allen heraus tönte gewaltig und weittragend die große Glocke des Domes, behauptete sich bis zuletzt und verklang. Die Unterhaltungen der Bürger und die Tritte einer Abteilung verstaubter Infanteristen, die über die alte Brücke marschierten, wurden wieder hörbar. Über der Stadt lag Abendsonnenschein. Ein roter Wolkenballen hing über der grauen Festung auf dem Gipfel und im steil abfallenden königlichen Weinberg blitzten die Kopftücher der Winzerinnen. Die Weinernte hatte begonnen. Es roch nach Wasser, Teer und Weinrauch. Ein paar Knaben, die lachend und schreiend Nachlauferles spielten, um die 12 mächtigen Brückenheiligen aus Sandstein herum, vom heiligen Kilian zu Tottenham und von dort zu Pipinus, standen erschrocken still und versteckten sich hinter St. Colonnatus, denn Herr Mager, der Volksschullehrer und Tyrann vieler Generationen Knaben, schritt über die Brücke. Da ist im Grunde schon alles gesagt. Aber bevor wir zu Herrn Mager kommen, die Frage, in was für eine Familie, in welche Verhältnisse wird Frank dort hineingeboren? Also er wird in eine sehr arme Familie geboren. Also seine Mutter hat sehr lange als Dienstmädchen gearbeitet. Die kamen, also beide Eltern kamen eigentlich aus der ländlichen Unterschicht und die Familie kam dann eben irgendwann nach Würzburg, um dort Arbeit zu finden. Und das ist was ihn sehr, sehr stark geprägt hat, dass er eben in diesen wirklich sehr, sehr armen Verhältnissen aufgewachsen ist. Und dann hat ihn die Schule geprägt. Dieser Herr Mager hat ein historisches Vorbild, einen Herrn Dürr. Genau, das ist der Herr Dürr. Ich konnte nicht ganz rausfinden, ob der Herr Dürr tatsächlich so schrecklich war wie der Herr Mager. Aber relativ viel von Äußerlichkeiten, die Frank beschreibt, also welche Klassen er wann wie unterrichtet hat, das ist alles richtig. Und dieser Lehrer Georg Dürr, der taucht eben in Leonhard Franks Büchern auf, nur wenig maskiert eben als Lehrer Mager. Und er beschreibt ihn als Tyrann vieler Generationen Knaben. Und das muss wohl wenn er denn so war, wie er ihn beschreibt, muss das ein sehr, sehr brutaler Mann gewesen sein. Und hinzu kam, dass Frank sehr sensibel war. Und der hat ihn unheimlich gedemütigt und hat ihn klein gemacht, hat sein Selbstbewusstsein geschwächt. Und er hat unglaublich gelitten unter diesem Lehrer und auch sehr, sehr lange noch. Also er hat sehr lange gebraucht, auch als Erwachsener, um sich von dem irgendwie zu befreien. Vielleicht hatte er auch die Räuberbande
zum Teil geschrieben, um sich von diesen Schulerinnerungen und von diesem Albtraum eines tyrannischen Lehrers zu befreien. Aber jetzt machen wir eigentlich was, was nicht ganz zulässig ist. Wir springen von seinem Roman, Die Räuberbande, auf sein Leben und sagen also Michael Vierkant, wie Old Shatterhand in der Räuberbande handelt, das ist im Grunde Leonhard Frank. Welche anderen Quellen gibt es denn, um seine Jugendzeit, die frühe Zeit zu rekonstruieren? Und inwiefern kann man sagen, ja, das, was er da aufgeschrieben hat in der Räuberbande, das ist doch sein Leben? Also es gibt eine Quelle noch, das ist Links, wo das Herz ist. Das ist seine Autobiografie, die aber streng genommen auch ein autobiografischer Roman ist. Heißt er auch Vierkant in dem Buch? Ne? Ja, genau. Er hat denselben Namen. Also er schreibt auch nicht von sich, also er schreibt nicht ich, sondern Michael. Und bisher gab es eigentlich nur diese beiden Zeugnisse, anhand derer man irgendwie ein bisschen was erschließen konnte über seine Kindheit und Jugend, aber man wusste nie so genau, was ist da jetzt eigentlich dran an dem, was er dort schreibt. Und ich hatte das große Glück, dass ich eine Krankenakte ausfindig machen konnte aus einem Schweizer Sanatorium, dem Sanatorium in Bellevue. Da war Frank, ich glaube seit 1915, ist er dort hingegangen, unter anderem um sich vom Militärdienst befreien zu lassen. Und dort hat er seinem Arzt wohl seine Lebensgeschichte erzählt. Und der Arzt hat in so einer Art Telegrammstil sehr, sehr knapp, aber ich glaube, die Formulierung von Frank übernehmend, das aufgeschrieben, was Frank ihm erzählt hat. Und anhand dieser Quelle konnte ich dann eben vergleichen, was steht in der Räuberbande, was steht in dieser Krankenakte. Und interessanterweise waren einfach ganz, ganz viele Dinge, die in der Räuberbande stehen, tatsächlich richtig. Und in dieser Krankenakte verweist er auch immer explizit auf die Räuberbande. Also da tauchen so Formulierungen auf, wie in der Räuberbande geschrieben. Also man kann schon davon ausgehen, natürlich ist es Literatur, natürlich ist ein gewisses Maß an Fiktion dabei, aber sehr vieles von dem, was da drin steht, hat er so erlebt. Gibt es Zeugnisse von anderen Mitgliedern der Räuberbande? Zu der Zeit eigentlich nicht. Also es gibt später mal so ein paar Briefe. Es gibt so, also man weiß schon, dass es die gegeben hat. Man weiß auch, wer da wer gewesen ist. Aber so umfangreiche Zeugnisse gibt es nicht. Aber das Leben, das Leonhard Frank führt, der Lebensgang ist in etwa der von Michael Vierkant aus der Räuberbande, das heißt dieser Zusammenschluss von Jungen, die so ein bisschen von Schiller enthusiasmiert und von Karl May inspiriert, gemeinsam agieren in diesem doch sehr eng wirkenden Würzburg. Der will dann Künstler werden und macht sich auf den Weg. Wie war das bei Leonhard Frank? Woher der Entschluss, Künstler zu werden? Er hat ja zunächst eine Schlosserlehre absolviert. Genau, er hat eine Schlosserlehre absolviert. Er hat aber in Würzburg im Polytechnischen Zentralverein, da konnte man so Zeichenkurse besuchen. Das hat er gemacht, aber nicht sehr lang. Und er hatte eine Mutter, die sehr, sehr wichtig war für ihn, die immer so das Bedürfnis hatte nach einem Ausbrechen aus diesen sehr engen Verhältnissen, in denen sie auch lebte. Also das muss eine sehr intelligente Frau auch gewesen sein. Und die hat in ihm, glaube ich, so ein bisschen den Wunsch geweckt, mehr aus seinem Leben zu machen, als das, was vermeintlich diese engen Schranken seiner Herkunft ihm vorgeben. Und das führte dann, glaube ich, irgendwann dazu, dass er gesagt hat, ich gehe nach München und werde Künstler. Und er ist tatsächlich auch an der Akademie angenommen worden dort. Nun ist bei einer Ausbildung zum Künstler nicht nur das Risiko, das biografische Risiko sehr hoch, dass man damit eingeht, sondern man muss es auch erstmal bezahlen können, irgendwie diese Jahre überstehen. Wie hat er das geschafft? Also so ganz genau ist es mir bis heute nicht klar, wie er das eigentlich geschafft hat. Er hat ein Stipendium bekommen, was ihm wohl zeitweise so ein bisschen über die Runden geholfen hat. Also er muss
da in unglaublich armen Verhältnissen irgendwie gelebt haben und von der Hand in den Mund, also so, ja. Man kann sagen, so ein bisschen erfüllt seine Existenz in München dann alle Klischees, die man über Künstler hat. Arm, erotisch sehr beschäftigt, mit allerlei spinnerten Ideen geht er schwanger und wird ein Bohemian. Ich fände es schön, wenn Sie jetzt eine Stelle über München lesen würden. Damals die Stadt, in der die Bohem ihre großen Stunden hat. Sie hat auch hier in Berlin ein paar gute Stunden, aber ist nicht so, also in München ist es noch ein bisschen doller, scheint mir. Ja. Der entscheidende Startpunkt ins neue Leben lag jedoch nicht in München, sondern in Ascona in der Schweiz. Im Juni 1906 reiste Frank dorthin. Irgendjemand aus der Münchner Kaffeehausszene musste ihm erzählt haben, dass es in dem kleinen Fischerdorf am Ufer des Lago Maggiore nicht nur günstige Ferienzimmer zu haben waren, sondern dass es dort auch einen ganz besonderen Ort gab, den Berg der Wahrheit, den Monte Verità. Nicht mehr als ein kleiner Hügel, kaum höher als 300 Meter, war er zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein magischer, geradezu sakraler Anziehungspunkt für ganz unterschiedliche Weltverbesserer, die der patriarchalen und kapitalistischen Strukturen oder zumindest einzelner ihrer Ausprägungen überdrüssig waren. Als eine, Zitat, deutsche Sonderlingskolonie, deren Bewohner in ihrer Vielfarbigkeit und der Originalität so sehr abwichen von der öden Schablonenhaftigkeit des teuren deutschen Vaterlandes, rühmte Erich Mühsam, Anarchist und Dauergast in Ascona, den Ort. Kurzum, ein Kristallisationspunkt neuer kultureller, gesellschaftlicher und politischer Ideen. Da gab es Nudisten, Frutarier, Rohkostler, Kleidungsreformer, Abstinenzler, Asketen, Vegetarier. In der Abweichung von dem, was allgemein als Norm galt, lag der gemeinsame geistige Nährboden der vielen verschiedenen Weltanschauungen, deren Vertreter auf dem Monte Verità zusammenkamen und deren Ideen zum Teil enorme gesellschaftliche Sprengkraft innewohnte. So gab es auf dem Berg der Wahrheit um die Jahrhundertwende neben den Ernährungs- und Kleidungsreformern und Okkultisten eben auch Pazifisten, Anarchisten, Kommunisten, Frauenrechtlerinnen, Revolutionäre. Erich Mühsam war 1904 zum ersten Mal dort gewesen und hatte ein Jahr später sogar eine kleine Broschüre über seine Erlebnisse und Begegnungen herausgebracht. Anzunehmen ist, dass Frank durch Mühsam von der Alternativbewegung im Tessin erfuhr, denn der hatte 1905 in München gelebt und das Café Stephanie, in dem auch Frank verkehrte, zu seinem Stammlokal gewählt. Anfang Juni 1906 meldete sich Frank in seiner Münchner Wohnung ab und auch Mühsam reiste Ende Juni oder im Juli zum Monte Verità. Überraschenderweise hat Frank seinen immerhin fünfmonatigen Aufenthalt in Ascona weder in seiner Autobiografie noch in der Räuberbande explizit verarbeitet. Belegt ist er jedoch unter anderem in Akten der Tessiner Polizei, aus denen hervorgeht, dass Frank wohl erst in Ascona die meisten der Menschen näher kennenlernte, mit denen er in Schwabing intensiv verkehrte und die seinen weiteren Werdegang prägten. Seit dem Frühjahr 1906 tauchten, so ist in den Polizeiakten zu entnehmen, in Ascona neben auffällig vielen Studenten gewisse Elemente auf, Verdächtige, zu denen auch Frank und Mühsam gehörten und über deren, Zitat, Treiben die Polizei in Locarno der Zentralpolizeidirektion des Tessins in Bellinzona Bericht erstattete. So wurde beispielsweise die Versammlung einiger der, Zitat, Fanatiker beobachtet, deren Ziel es gewesen sei, eine Gesellschaft zu gründen, die, Zitat, das fremde anarchistische Element im Bezirke Locarno zusammenfassen sollte. Geleitet worden war die Versammlung von einem gewissen Johannes Nohl aus Berlin, einem engen Freund Mühsams. Er gehörte zu denen, die Frank in den folgenden Jahren in München begleiteten,
ebenso wie weitere Personen, die zu den Verdächtigen im Umfeld des Monte Verità zählten und deren Beziehungen nach Aussagen der Polizei zu allem Übel auch noch zu intim waren, als dass man sie, Zitat, lediglich als Freundschaften hätte auffassen können. Zu ihnen gehörten die Malerin Sophie Benz und der Psychoanalytiker Otto Groß. Sophie Benz und Frank wurden auf dem Monte Verità ein Paar. Nach ihrer Rückkehr meldeten sich beide in München in derselben Wohnung an. Sophie war Franks erste große Liebe. Er hat die Beziehung in seiner Autobiografie leidenschaftlich geschildert. Durch Sophie habe er das erste Mal in seinem Leben das Licht gesehen, das Mann und Frau verbindet. Wie für die Besucher des Monte Verità, so galt auch für die zugezogenen Bewohner Schwabings, also wir sind jetzt wieder in München, darunter Dichter, Maler, Musiker, Studenten, Autoren, Philosophen und so mancher Umstürzler, dass sie bei der denkbar größten Verschiedenheit voneinander vereint waren in einer unsichtbaren Loge des Widerstands gegen die Autorität der herkömmlichen Sitten und des Willens, ihr individuelles Gehaben nicht unter die Norm zu beugen, so mühsam. Man traf sich in Kneipen, Kabaretts und Cafés, der Kreis um Otto Groß, vor allem im Café Stefanie, auch Café Größenwahn genannt. Hier verkehrten neben vielen anderen Johannes R. Becher, Max Halbe, Eduard von Kaiserling, Erich Mühsam, Franziska zu Reventlow, Frank Wedekind, Marianne von Werefkin, Emmy Hennings. In der Räuberbande steht auch Old Shatterhand, alias Leonard Frank, der ungebildete Provinzler aus Würzburg, eines Tages in dem kleinen, verrauchten Münchner Kaffeehaus. Internationale Zeitungen, die die neuesten Nachrichten aus aller Welt verkündeten, lagen hier aus. Intellektuelle und Künstler diskutierten und stritten in allerlei Sprachen und mit wilden Gebärden über Malerei, Musik, Literatur, über Männer und Frauen, über das Wesen des Menschen, über die Ungerechtigkeiten der Welt und die Gesellschaft der Zukunft. Die Atmosphäre des Ortes lastete unerträglich auf Old Shatterhand, genauso wie früher in seiner Jugend die komplizierten Rechenaufgaben, von denen er von vornherein gewusst hatte, dass er sie nicht lösen könne und die er nach einer Angstnacht am anderen Morgen ungelöst dem Herrn Mager in der Schule vorlegen musste, um dafür Hohn und Hiebe zu bekommen. Old Shatterhand begreift nichts von dem, worüber hier geredet wird. Doch trotz der unausbleichlichen Demütigungen, denen er seiner Unbildung wegen sich ausgesetzt fühlte, wusste er, dass er das Café wieder aufsuchen müsse. Und er suchte es auf, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Zitat: Der überfüllte Hauptraum hatte seinen eigenen warmen Geruch. Eine spezielle Mischung aus Kaffee und dumpfem Moderduft und dickstem Zigarettenrauch, heißt es in Links, wo das Herz ist. Irgendwo im Haus oder im Himmel musste ein Elektrizitätswerk sein. Die Gäste, angeschlossen an den Starkstrom, zuckten unter elektrischen Schlägen, gestikulierend nach links und nach rechts und vor von den Polsterbänken hoch, fielen ermattet zurück und schnellten mitten im Satz wieder hoch, die Augen aufgerissen im Kampf der Meinungen. Frank hat das Münchner Café Stefanie in der Rückschau als seine Universität bezeichnet. Hier im Kaffeehaus und nicht an irgendeiner höheren Schule oder Universität, die Frank nie besucht hat, bot sich ihm die einmalige Chance zur Bildung, die er auf anderem Wege nie hätte erlangen können. Er ergriff sie und begann nach und nach sein individuelles, aber auch gesellschaftliches und politisches Bewusstsein auszubilden. Nur so konnte er aus dem diffusen Gefühl persönlicher Unterdrückung, Benachteiligung und Unzufriedenheit allmählich eine übergreifende Kritik an den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen und ein unabdingbares Eintreten für Menschlichkeit, Chancengleichheit und Nächstenliebe entwickeln. Franks, Zitat, Sympathie und Kameradschaft gehörte auch im späteren Leben den Bohemiens, die ihm geholfen hatten, zu werden, was er war. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in die Bohemians-Szene. Johannes R. Becher, Erich Mühsam werden später noch eine Rolle spielen im Leben von Leonhard Frank. Auch die Liebe, von der wir gehört haben, wird eine große Rolle in seinem Leben spielen. Darüber reden wir besser am Ende, rückblickend.
sonst müssten wir zu viel vorwegnehmen. Aber Sie haben einen Namen genannt, der kommt dann später nicht mehr so häufig vor, der ist aber doch entscheidend, Otto Groß. Was ist das für ein Mensch? Im Grunde ein Psychoanalytiker, aber kein Orthodoxer, kann man das so sagen? Ja, das kann man absolut so sagen. Also den kennt heute im Grunde genommen kein Mensch mehr. Der war aber damals eine ganz, ganz wichtige Figur und hat auch großen Einfluss auf viele expressionistische Schriftsteller genommen. Das war, also der muss ein unglaublich kluger Kopf gewesen sein. Der war aber auch ein bisschen gaga und war auch irgendwie drogenabhängig und wollte im Prinzip aus der Freud'schen Individualanalyse eine revolutionäre Gesellschaftsanalyse machen und wollte die Gesellschaft sprengen und sozusagen die Fesseln dieser patriarchalen Strukturen, die eben die Gesellschaft damals prägten, sprengen. Und er hat auf Frank sehr, sehr großen Einfluss genommen. Zum einen, weil er eben gezeigt hat, dass dieses diffuse Gefühl von Unterdrückung und von Abscheu gegen dieses autoritäre Gesellschaftssystem, was er in Würzburg erlebt hat, dass man das angreifen kann, dass das nicht naturgegeben ist. Er hat ihm quasi gezeigt, das ist keine individuelle Sache, sondern das liegt an der Gesellschaft, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist und man kann sie verändern. Das ist das eine, was er von ihm gelernt hat. Und das andere, was er von ihm gelernt hat, ist dieser psychologische Blick. Also Franks Figuren sind sehr stark oder er hat einen sehr guten und intensiven Blick dafür, für die psychologischen Vorgänge, für die inneren Vorgänge in den Figuren, die sie dann motivieren, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Und das sind beides Dinge, die er von Otto Groß gelernt hat und die ihn eigentlich sein Leben lang begleiten. Wir können nicht über alles reden, was im Buch vorkommt, wie er gemalt hat, wie er gezeichnet hat. Das können Sie sich ja anschauen, mit welchen Künstlern er da zu tun hatte. Ich mache jetzt einfach eine scharfe Zäsur und sage, 1914 erscheint die Räuberbande, wird ein großer Erfolg. Sofort. Ja. 1914, Sie wissen es alle, beginnt der große Krieg, der dann als Erster Weltkrieg in die Geschichtsbücher eingeht, die Urkatastrophe. In Europa gehen die Lichter aus. Und Frank ist einer der ganz wenigen, der keine Spur von Kriegsbegeisterung zeigt. Also wie auch immer begründet. Man findet das ja bei vielen Künstlern, intellektuellen Schriftstellern der Zeit, bei ihm nicht. Und er muss dann im Ersten Weltkrieg sogar ins Exil gehen. Er geht in die Schweiz. Nun gibt es ein Angebot zu erklären, warum er dahin geht. Er hat einen Journalisten geohrfeigt. Das ist ja ein Bedürfnis, was manchmal überkommt. was ist da los gewesen? Dieser Journalist war Felix Stössinger und der hat die Torpedierung dieses Passagierschiffes Lusitania, bei der sehr viele Menschen gestorben sind, hat er, ich habe den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr, jedenfalls als eine große Tat bezeichnet. Und das hat Frank offenbar so geärgert, dass er ihm eine Ohrfeige verpasst hat. Das schreibt Frank so. Das war auch eine Sache, bei der ich nicht sicher war, hat das nun tatsächlich so stattgefunden oder nicht. Lässt sich aber tatsächlich auch durch andere Quellen belegen. Er stellt es aber so dar, als sei das der Grund gewesen, warum er dann ins Exil gehen musste. Das konnte ich nicht nachweisen. Und ich würde auch sagen, dass er nicht ins Exil gehen musste, sondern dass er sich freiwillig dazu entschlossen hat, ins Exil zu gehen. Also zum einen geht er auch in die Schweiz, um sich dienstuntauglich schreiben zu lassen in diesem Sanatorium, von dem ich schon sprach. Aber zum anderen entscheidet er sich dann, in der Schweiz zu bleiben, weil er einfach diesen militaristischen Geist in Deutschland nicht ertragen kann. Und er selbst, Sie haben es vorhin gesehen in dem Brief an Desch,
schaltet ja in der Erinnerung beider Emigration, er emigriert ja dann auch 33 gleich. Das ist, ich bin zweimal emigriert, er macht da keinen Unterschied. In der Schweiz ist er auch sehr schnell wieder in Bohemian-Kreisen und versucht alles Mögliche, vor allem aber schreibt er das Buch, mit dem er in die Literaturgeschichte wirklich eingegangen ist und das nirgendwo fehlt der Titel, wenn über die Literatur dieser Zeit gesprochen wird. Das heißt, der Mensch ist gut. Auch da gibt es eine, das sind 5 Erzählungen, glaube ich, das ist, wo erzählt wird, welche Folgen der Krieg für einen Vater, für eine Mutter, für einen Sohn hat und so weiter. Auch da gibt es eine interessante Anekdote, die spielt hier in Berlin. Tilla Doyeux, große Schauspielerin, liest aus Der Mensch ist gut. Und anschließend sind die Leute im Grunde entschlossen, eine Friedensdemo zu beginnen. Stimmt das oder ist das nur gut erfunden? Das stimmt tatsächlich. Da denkt man auch erst, ist gut erfunden. Aber es stimmt tatsächlich. Und dieses Buch hatte eine ungeheure Wirkung. Und das heute kennt man eigentlich, wenn man sich mit dieser Zeit beschäftigt, dann kennt man es. Aber ansonsten, so grundsätzlich kennt man dieses Buch eigentlich nicht mehr. Jeder kennt irgendwie im Westen Nichts Neues von Erich Maria Remarque. Dieses Buch von Leonhard Frank, was eben ja wesentlich früher entstanden ist, was noch in der Zeit des Krieges entstanden ist und was eine unglaubliche Wirkung damals erzielt hat. Also das kann man in ganz, ganz vielen Quellen kann man das rekonstruieren. Dieses Buch kennt erstaunlicherweise heute niemand mehr. Ja, dann aber die Frage, kann man das lesen oder ist das in der Zeit wichtig, aber im Grunde unlesbar, weil zu viel Unmensch-Pathos da drin vorkommt? Also da kommt sehr, sehr viel Unmensch-Pathos drin vor. Insofern würde ich tatsächlich sagen, das ist jetzt nicht so die Strandlektüre. Aber ich finde, man kann dieses Buch oder man sollte dieses Buch lesen als ein großes Zeitzeugnis einfach aus dieser Zeit, was einfach auf die Menschen damals eine enorme Wirkung hatte. Also es gibt ganz viele Quellen, in denen steht, dass es irgendwie bis in die Schützengraben gelangt sei. Es gibt viele Hinweise von anderen Schriftstellern, die sagen, das hätte in ihnen wirklich einen Protest gegen den Krieg bewirkt, dieses Buch. Also damals war es ein riesengroßes Ding, dieses Buch. Ich glaube, es ist relativ einfach, das Buch zu kritisieren, wegen einer gewissen Naivität, einem gewissen Pathos. Es hat aber auch ungeheure Qualitäten. Ich habe noch mal reingeschaut und er kann schon erzählen. Und ein Literaturkenner wie Helmut Kiesel, der von Ernst Jünger und Döblin herkommt, also und die Zeit sehr gut kennt, aber doch strenge literarische Maßstäbe hat, hat gesagt, man kann daran rumkritisieren, wie man will. Es bleibt auch literarisch eine Leistung von Rang. Aber das können Sie selber überprüfen, ob Ihnen das ähnlich geht oder nicht. Bei Kriegsende treffen wir ihn wieder in München. Und wir wissen, München ist damals, bevor es zu einem Brutbecken für rechte Politik wurde, ein Experimentierfeld für allerlei linke Politik, Träumerei. Viktor Klemperer hat das Karneval genannt, was die damals als Räterepublik aufgeführt haben. Welche Rolle spielt er da in dieser Republik? Also ich wusste, als ich angefangen habe, mich mit dieser Zeit in seiner Biografie zu beschäftigen, dass es ein Steckbrief gab, also dass er steckbrieflich wegen Hochverrats oder wegen Beihilfe zum Hochverrat gesucht wurde, 1919. Und das war erstmal ein sehr interessanter Ausgangspunkt. Und er beschreibt in Links, wo das Herz ist, in seiner Autobiografie, dass er also nach Kriegsende sofort nach München gegangen ist, um da irgendwie mitzumachen bei der Revolution. Es ist aber tatsächlich so gewesen, dass meine Quellenrecherche eigentlich ergeben hat, dass ich ihn nicht so richtig dingfest machen kann irgendwo.
Also dieser Steckbrief wegen Beihilfe zum Hochverrat, das später liest man dann in einigen Zeitungsartikeln, dass es eventuell auf einer Denunziation beruhte oder dass dann später die Beweise, also es gab einfach nicht ausreichend Beweise und es wurden ja damals viele denunziert. Also er sucht irgendwie seinen Platz, er ist dabei, er will da irgendwie mitmachen. Er taucht auch manchmal, sein Name taucht schon immer mal irgendwo auf, aber eigentlich nicht so richtig als eine wichtige Figur, weil er, glaube ich, seinen Platz da einfach nicht finden konnte. Er hätte ihn gerne gefunden, er hätte gerne aktiv mitgemacht, aber er hat seinen Platz nicht gefunden. Aber wenn, also Sie wissen, dass damals viele Schriftsteller, Literaten an der Räterepublik beteiligt waren, Toller, Landauer, Eisner und so weiter. Aber wenn ich jetzt auf sein ganzes Leben schaue, würde ich sagen, so ein richtiges Verhältnis zu wirklich praktischer Politik hat er nie gewonnen. Also es war immer so ein gewisses Engagement und es gab so gewisse Ideen und Prinzipien, die ihm wichtig waren, aber man kann ihn sich ganz schlecht in einer Rolle vorstellen, wie sie etwa Johannes R. Becher Ende der 20er oder dann erst recht in der DDR inne gehabt hat. Oder auch rechtspolitisches Wirken ist von ganz anderer Art und Qualität. Ja, ich glaube, also für solche Dinge war er einfach auch, ich würde fast sagen, ungeeignet. Also er hat sich natürlich in seinen Büchern, er hat ganz klare politische Überzeugungen gehabt und für die ist er eingestanden. Aber die waren sehr, sehr unkonkret. Wenn es um ganz konkrete Politik ging, wenn es darum ging, Politik zu machen und auch wirklich spezifische, konkrete Konzepte zu entwerfen, das war einfach nicht sein Ding. Sein Ding war kritikwürdige, gesellschaftliche Zusammenhänge über den Weg der Literatur zu beschreiben und anzuprangern. Das war das, was er konnte. Ist auch mein Eindruck, aber der ist natürlich vor allem von Ihrem Buch geprägt. Insofern ist das wenig überraschend. Wieder eine scharfe Zäsur. Er tut, was viele damals tun, die irgendwo in Deutschland geschrieben, gemalt, getanzt oder sonst was Gescheites gemacht haben. Er geht nach Berlin. Und hier geht es ihm nach einigen Jahren richtig, richtig gut. Er gehört zu den bestverdienenden Künstlern hier in der Stadt. Wie kommt es dazu? Also er hat ja mit der Räuberbande, die hat er ja vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben und da war er ja schon in Berlin. Das heißt, er war in er hatte schon einen Namen in Berlin. Und als er dann nach dem Ersten Weltkrieg treibt er sich erstmal noch so überall rum. Da wissen wir nicht so genau, wo er da eigentlich war und was er gemacht hat. Und aber irgendwann kommt er wieder hier nach Berlin und besinnt sich eigentlich auf seine Stärken. Das, was ich eben schon mal so ein bisschen beschrieben habe, also dieses sehr präzise Beschreibungen auch von gesellschaftskritischen Dingen, aber auch sehr präzise Beschreibungen von Stimmungen, wie man es, glaube ich, sehr gut nachvollziehen konnte anhand des Zitats aus der Räuberbande am Anfang. Das kann er unglaublich gut. Er schreibt Liebesgeschichten. Das kann er auch unglaublich gut. Also er kann diese zwischenmenschlichen Dinge, die fasst er einfach sehr, sehr gut. Er ist sehr, sehr sensibel. Und mit diesen Büchern hat er dann hier sehr, sehr großen Erfolg. Und er hat auch keine Scheu oder denkt überhaupt nicht daran, Scheu zu haben vor Tabus. Also Karl und Anna, so eine Heimkehrergeschichte, ist auch nicht das, was man sich damals vorgestellt hat. Und er schreibt für den Film, genau. Wo man, glaube ich, sehr gut verdient hat damals. Genau, es kamen viele Dinge. Er hat am Theater, fürs Theater gearbeitet, er hat für einen Film gearbeitet, also es kamen viele Dinge zusammen. Und er hat das Geld auch gerne ausgegeben. Er hat es sehr gerne ausgegeben. Also da kommen die Maßanzüge her und da kommt wirklich ein gehobener Lebensstil in Frage. Er emigriert 1933 gleich. Ja. Wo geht er hin?
Er geht erstmal in die Schweiz, ist dann zwischendrin in England und ist aber, es ist ein sehr unstetes Leben, wie bei allen Immigranten. Und er landet dann 1937 oder Ende der 30er Jahre landet er in Paris. Und ist, lebt dort zusammen dann mit Maria Mein, das ist eine Ausdruckstänzerin aus der Schweiz, die lernt er in der Schweiz kennen und lieben und sie ist noch verheiratet und sie trennt sich dann aber von ihrem Mann und ist wie viele von Franks Frauen um einiges jünger als er und sie geht dann aber, sie bricht quasi alles ab und geht mit ihm nach Paris und sie leben dann eben dort ein paar Jahre in, auch unter sehr widrigen Umständen, weil er natürlich, er hat überhaupt keine Möglichkeiten mehr Geld zu verdienen, leben sie dann dort zusammen in Paris. Wo es ihm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht wirklich gefällt. Er fühlt sich dort nicht wirklich wohl, kann auch kaum Französisch und hat dann das Problem, dass sie aus anderen Biografien von Emigranten nach Frankreich kennen. Er wird interniert, zweimal. Und dann kommt er knapp davon. Und das haben wir uns vorher überlegt. Das lesen Sie mal noch vor, bitte. Also er wird zweimal interniert und beim zweiten Mal wird er, das ist 1940, wird er in die Bretagne gebracht. Also er wird in Paris interniert und dann in die Bretagne gebracht und ist dort eben in einem Lager zusammen mit einigen anderen Schriftstellern, auch unter anderem Leo Lagnat, der taucht jetzt hier gleich in dem Text ab und an mal auf. Und der Kommandant dieses Lagers ist eigentlich sehr, scheint, also die beschreiben den als, also die, die Menschen, die in diesem Lager waren, beschreiben ihn als Gentleman. Also er hat sich wohl sehr bemüht, ist diesen, den Menschen in dem Lager irgendwie so, so ja, die Situation so gut wie möglich erträglich zu machen. Er aber ist natürlich nicht bereit, sie freizulassen. Und ja, jetzt muss ich gucken, wo ist die falsche Stelle? Am 14. Juni 1940, 10 Tage nach Franks Ankunft in Audierne, erschütterte sie die Nachricht, dass Paris eingenommen worden war. Verzweiflung brach aus. Wir lebten die nächsten Tage in einem dauernden Delirium, schrieb Leo Lagnat. Verloren und hilflos wanderten wir von morgens bis abends zwischen den Baracken hin und her, verstrickt in endlose Diskussionen darüber, was geschehen würde, wenn die Deutschen das Lager besetzten. Als die Gefangenen am 19. Juni zum morgendlichen Appell antraten, schien alles verloren zu sein. Über dem Eingang des Lagers wehte statt der Trikolore eine Rotkreuzfahne. Marschall Pétain, der französische Ministerpräsident, hatte 2 Tage zuvor der Regierung des Deutschen Reiches einen Waffenstillstand angeboten. Frankreich war geschlagen und das Lager würde übergeben werden. Die Fahne sollte den Anschein erwecken, dass es unter dem Schutz des Roten Kreuzes stand und nach den Vorstellungen des Kommandanten die Gefangenen vor Repressionen der Sieger schützen. Eine Idee, die bei den Lagerinsassen nur verzweifelt höhnisches Gelächter hervorrief. Vorerst allerdings waren die deutschen Soldaten noch nicht in Sicht. Nach dem Morgenappell beschlossen Leo Lagnat, Frank und 4 weitere Gefangene, noch in der kommenden Nacht auszubrechen. Außerhalb des Lagers, so hofften sie, würden sie im großen Strom der Flüchtenden aus Holland, Belgien und Nordfrankreich, die alle in den Süden zu entkommen versuchten, nicht auffallen. Vielleicht würden sie an der Küste einen Fischer finden, der sie über den Ärmelkanal nach England bringen könne. Einen besorgten jungen Mann, der fragte, ob dieser alte Herr die Anstrengungen der Flucht überhaupt durchhalten werde, beruhigte der Schriftsteller Soma Morgenstern mit dem Hinweis, dass der Kollege Frank zwar älter sei als er, aber doch eigentlich viel jünger. Morgenstern war 50, Frank 57. Du wirst sehen, wie gut er alle Strapazen ertragen wird. Er wird uns alle, jung oder alt, in seiner Ausdauer beschämen. Der Fluchtplan sollte geheim bleiben, weil die Wachen eine Massenflucht sofort bemerken würden. Doch das misslang. Da jeder in der Gruppe Freunde hatte, von denen er sich verabschieden oder von denen er den einen oder anderen noch mitnehmen wollte, wusste innerhalb einer Stunde das ganze Lager von unserem Plan.
und in allen Baracken wurde fieberhaft Koffer gepackt. Bald wurde die Unruhe so groß, dass zweimal ein Wachtposten in Lanyas Unterkunft auftauchte und nach der Ursache des aufgeregten Geflüsters fragte. Als Lanya um Mitternacht von seinem Strohlager aufstand und nach draußen ging, um zu prüfen, ob er das Signal zum Aufbruch geben könne, sah er, dass die Wachen verdoppelt und Maschinengewehre aufgebaut worden waren. An Flucht war nicht mehr zu denken. Das Scheitern ihres Ausbruchsplans hatte die betroffenen Gefangenen aller Energie beraubt. Frank sprach zum ersten Mal vom Selbstmord. Er habe einen neuen Roman begonnen, sagte er zu Morgenstern. Ich bin mit meiner Arbeit so zufrieden wie seit Jahren nicht mehr und jetzt muss ich mich umbringen. Morgenstern war nicht besonders überrascht, dachte er doch selbst daran, da er fürchtete, dass die Nazis sie zu, Zitat, Idioten und Krüppeln schlagen würden. Einen Mitgefangenen hatte er bereits um Gift gebeten. Als dann die deutschen Soldaten tatsächlich anrückten und nur noch wenige Minuten vom Lager entfernt waren, kehrte bei vielen Gefangenen, die sich apathisch in ihr Schicksal ergeben hatten, alle Energie zurück. Es kam zu Tumulten und erregten Auseinandersetzungen mit den jetzt ängstlich und ratlos gewordenen französischen Bewachern. Frank und Lanya liefen, wie viele andere auch, zu einer Stelle hinter den Baracken, wo ein Tisch an die Mauer gestellt worden war, kletterten hoch und sprangen auf die andere Seite. Es war nicht leicht, über den mit eingelassenen Glassplittern und mit Stacheldraht überzogenen Rücken der glatten und hohen Mauern zu turnen, berichtete Sommer Morgenstern, der es nicht schaffte. Anderen glückte es. Von unten geschoben, von oben gezogen, flog man auf den Kamm der Mauer, half den nächsten Mann nachziehen und sprang auf weichen Ackerboden. 20 bis 30 Männer entkamen auf diesem Weg. Als sie etwa 100 oder 200 Meter weit von der Mauer weg in Richtung des Strandes und der Dünen gerannt waren, hatten deutsche Soldaten gerade das Lager besetzt. Sie trieben die Flüchtenden zurück, die noch nicht weit gekommen waren. Frank glaubte für einen Augenblick, alles sei verloren. Es ist aus, sie schießen, habe ein Mann mit schneeweißen Haaren zu ihm gesagt, erinnerte sich Balder Olden. Es war mein Jugendfreund Leonard Frank. Aber die Soldaten schossen nicht und Frank und Lanya, die kurz angehalten hatten, rannten zusammen mit den anderen weiter in panischer Angst, doch noch verfolgt zu werden. Ein Junge rief ihnen zu, sie sollten über eine Hecke springen, durch eine Scheune und weiter zum Meer laufen, wo sie von der Straße aus nicht gesehen werden könnten. Endlich hörten sie auf zu rennen. Sie waren erschöpft, durchnässt von Schweiß und ihre Herzen schlugen wie verrückt. Aber wir fühlten uns leicht und glücklich. Wir lachten sogar. Sie wussten, dass sie nicht in Sicherheit waren und jederzeit von den Deutschen gefasst werden konnten. Aber das Gefühl der Freiheit gab uns Zuversicht. Schließlich hatten wir jetzt unser Schicksal in unseren eigenen Händen. Überspringen wir eine kleine Etappe. Also Frank flüchtet jetzt zusammen mit Leolania von der Bretagne nach Marseille, weil Marseille eigentlich der einzige Ort ist, von dem aus man noch aus Frankreich in die USA kommt. Ja, und jetzt kommen sie dort an. Also nicht in den USA, sondern in Marseille. Es war der 13. Juli 1940. Ein sonniger Samstag, nach Lanyas Angaben, der 25. Tag ihrer Flucht aus Audierne. Sie hatten etwa 1500 Kilometer durch das geteilte Frankreich zurückgelegt. Über 100 Meter zu Fuß, über 150 mit dem Auto oder dem Bus, mehr als 500 mit der Bahn und über 700 mit dem Fahrrad. Wir hatten unser Ziel erreicht und wir standen an der Canebière, der Prachtstraße von Marseille, völlig verloren und fragten uns, und wohin gehen wir jetzt? Die Stadt war Überfall von Fremden. Da waren die nach dem Waffenstillstand demobilisierten Kolonialsoldaten der französischen Armee, die jetzt zurück in ihre Heimat geschickt wurden. Da waren die Entlassenen aus der Fremdenlegion, aus den regulären Regimentern und die geflohenen französischen Zivilisten aus den besetzten Gebieten im Norden des Landes. Und da waren die Flüchtlinge aus Deutschland und den von den Deutschen annektierten oder besetzten Ländern, aus Österreich, Polen, Belgien und der Tschechoslowakei, die in den letzten Jahren Zuflucht in Frankreich gefunden und sich auf abenteuerlichen Wegen nach Marseille gerettet hatten. Unter ihnen viele Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler. Von Mitte 1940 bis Frühjahr 1941 fand in Marseille ein Treffen der europäischen Geisteselite,
Kunst, Wissenschaft, Literatur statt, in solcher Fülle, wie es kein Kulturkongress, kein internationales Pennzentrum je zu Wege gebracht hat, sondern nur ein Debakel des Abendlandes, bemerkte Jahre später sarkastisch Walter Mehring. Sicher vor Verfolgung, aber waren sie alle nach wie vor nicht. Von der Mausefalle Marseille sprach die österreichische Schauspielerin und Autorin Hertha Pauli, die zusammen mit Mehring wenige Tage vor dem Einmarsch der deutschen Soldaten aus Paris hatte fliehen können und etwa zur gleichen Zeit wie Frank und Lanya hier angekommen war. Die Flüchtlinge mussten ständig auf der Hut sein. Wer ohne gültige Papiere war, ohne Entlassungsschein aus einem Internierungslager oder ohne eine Aufenthaltserlaubnis, die monatlich oder manchmal sogar alle 2 Wochen zu verlängern war, musste damit rechnen, im Falle einer Kontrolle verhaftet zu werden. Wer festgenommen wurde, aus welchen Gründen auch immer, riskierte Internierung oder sogar die Auslieferung an die Deutschen. Die Vichy-Regierung hatte sich ja, wie Frank und Lanya, voller Entsetzen bereits kurz nach ihrer Ankunft in der unbesetzten Zone durch Plakatanschlägen erfahren hatten, verpflichtet, Zitat, alle in Frankreich sowie in den französischen Besitzungen, Kolonien, Protektoratsgebieten und Mandaten befindlichen Deutschen, die von der deutschen Reichsregierung namhaft gemacht werden, auf Verlangen auszuliefern. Frank versteckte sich in einem kleinen Bistro am südlichen Rand der Stadt, direkt an der Küste, der Bar Mistral, wo auch Walter Mehring und Hertha Pauli Unterschlupf fanden, ebenso der Schriftsteller Hans Natonik, der Mathematiker Emil Julius Gumbel und Karl Frucht, der gelegentlich für Autoren als Sekretär gearbeitet hatte. Die 6 bildeten für einige Wochen eine Schicksalsgemeinschaft mit teils starken emotionalen Bindungen, gemeinsamen politischen und literarischen Interessen, geteilten Ängsten, Sorgen und Hoffnungen sowie ähnlichen, oft sogar zusammen durchlittenen Fluchterlebnissen. Die Gefährten störten Frank, der nahezu überall schreiben konnte, nicht. Im Gegenteil, er fürchtete sich mehr, wenn er allein blieb. Oft las er aus seinem noch unfertigen Roman vor. Die Freunde saßen dann um ihn herum, während von unten aus der Bar ein lockender Geruch von Pernod nach oben stieg, erinnerte sich Natonik. Auf einem eisernen Bettgestell trug Frank, vertieft in seine Erzählung und alles um sich herum vergessend, so seelenruhig vor, als sei er in einem Züricher Café und als wäre die Gestapo nicht auf dem Sprung, ihr Fangnetz um Marseille zu ziehen. Gelegentlich hätten seine Augen zornig aufgeblitzt. »Hört ihr denn zu?« In jenem tödlichen Sommer 1940 war es der, Zitat, weißhaarige, scharfäugige, leicht gebeugte Leonard Frank, der die Mistral-Gruppe laut Natonik dominierte. Der älteste, der berühmteste unter uns, der mit ironischer Grandezza dominierte, selbst in der Verlorenheit noch um literarische Form bemüht. Doch das Schreiben verdrängte die Ängste nur jeweils für einige Stunden. Auch Frank trieb ständig die Frage um, wie er aus Europa herauskommen könne. Und wie die anderen hatte er am meisten Angst vor einer Auslieferung an Deutschland. Furchtbar sei die Gefahr, schrieb er seiner geliebten Maria Mein, die ist inzwischen wieder in der Schweiz, dass ihm das Ärgste drohe. Ich müsse zurück in die Geburtsheimat. Schon zuvor hatte er ihr berichtet, er fühle sich namenlos allein. Und wenn das Schicksal das Allerärgste über ihn verhänge, dann solle sie bis zum Ende ihres Lebens wissen, ich habe dich geliebt. Fast jeden Tag gingen Frank und die Gefährten aus der Bar Mistral zur Außenstelle des amerikanischen Konsulats, die für Visumsangelegenheiten zuständig war. Sie befand sich nicht in der Innenstadt wie die Hauptstelle der konsularischen Vertretung, sondern im südlichen Stadtteil Montredon, etwa 20 Busminuten vom Zentrum entfernt. Dort war es für Flüchtlinge weniger gefährlich, weil es kaum Polizeipatrouillen gab. Das Konsulatsgebäude, das aussah wie ein Schloss, glich einer belagerten Festung. Aus allen Ländern, die unter Hitlers Joch geraten waren, fanden sich hier die Vertriebenen ein. Auf Bänken und Stufen saßen und lagen im Park und vor dem Gebäude wartende Menschen. Fast alle hofften auf ein Visum zur Einreise in die USA, das nötig war, um ein Durchreisevisum für Portugal zu erhalten, welches wiederum nötig war, um eines für Spanien zu bekommen, damit man nach Lissabon reisen und von dort aus Europa mit dem Schiff verlassen konnte.
Die Ausreise aus Frankreich allerdings musste, selbst wenn ein Flüchtling alle erforderlichen Dokumente zusammengetragen hatte, meist illegal erfolgen, weil das Land nur mit einem Ausreisevisum verlassen werden durfte. Ausreisevisa für Flüchtlinge aus Deutschland oder den von den Deutschen besetzten Gebieten wurden aber bis Dezember 1940 nicht erteilt. Alle Formalitäten mussten zudem sehr zügig erledigt werden, denn die Visa waren immer nur für kurze Zeit gültig. Es konnte passieren, dass das zuerst erteilte Visum schon abgelaufen war, wenn man das letzte Notwendige bekam. Dann ging alles wieder von vorn los. Der Weg von der Bar Mistral zum US-Konsulat war nicht weit. Ein kurzer Spaziergang am Strand entlang und durch den Park, denn das Bistro befand sich ebenfalls am südlichen Rand der Stadt. Am Konsulat angekommen, begehrten die Flüchtlinge, wie Hertha Pauli ihre aller Hoffnungen umschrieb, Einlass nicht nur in das Schloss, sondern in das Land der Verheißung, wohin die marmornen Stufen in unseren Sehnsuchtsträumen zu führen schienen. Doch nicht jeder Antragsteller bekam ein Visum. Und selbst wer begründete Aussichten hatte, musste oft warten, nicht selten Wochen oder gar Monate lang. So führten die Marmorstufen des Konsulats für die meisten anfangs ins, Zitat, nichts. Und der Himmel, der sich drückend darüber spannte, schien die Inschrift aus Dantes Hölle zu tragen. Lasst alle Hoffnungen fahren. Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt gehört, was die Qualität des Buches ausmacht. Eine entscheidende Qualität. Es ist ungeheuer genau recherchiert und dadurch ist es möglich, anschaulich zu erzählen. Da müssen Sie nämlich wirklich wissen, wie die Gebäude aussahen, wie die Menschen aussahen, wer wann was gemacht hat. Das ist schwere Arbeit, sowas zustande zu bringen. Woran schreibt denn Leonhard Frank? Damals wieder an einem Liebesroman, ne? Anders als Klaus Mann oder Anna Segers beschäftigt er sich nicht mit der Situation der Emigranten, sondern mit der Liebe. Genau, also er schreibt einen Roman, der sich im Prinzip, der so ein bisschen das Leben von seiner damaligen Lebensgefährtin Maria Mein schildert. Und für ihn war eben Schreiben, hat ihm Halt gegeben. Also er hat auch das Manuskript dieses Romans, das beschreibt er ganz schön in seiner Autobiografie, das hat er in seine Jacke eingenäht und hat dann, wenn er geschlafen hat, die Jacke so zusammengerollt und hat quasi das als Kopfkissen benutzt. Also dieses Buch und das Manuskript und das Schreiben hat ihm unglaublich viel Halt gegeben. Und er hat sich, glaube ich, in so eine Welt geflüchtet, die eben nichts zu tun hatte mit der Welt, in der er gerade war. Also später kommt in dem Buch, geht es auch um Fluchterfahrungen, die kommen dann aber später dazu. Ja. Welche Rolle spielen diese Liebesbeziehungen, die er ständig hat oder doch fast ständig? Also dreimal verheiratet, wenn ich das richtig gezählt habe. Erste Frau stirbt leider ziemlich früh. Dann hat er diese Maria Mein, die er wahrscheinlich auch geheiratet hätte, wenn es gegangen wäre. Er hat dann in den Vereinigten Staaten eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Als die dann endlich geschieden ist, heiratet er die. Und sie zitieren aus Briefen und es scheint mir immer so, als ob er eine sehr klare Vorstellung davon hat, welche Rolle die Frauen in der Beziehung zu erfüllen haben. Auf keinen Fall dürfen sie etwa die Familie ernähren oder mehr verdienen als der Mann. Was sind das für Beziehungen? Was bedeuten diese Liebesbeziehungen für ihn? Also die Liebe, wobei man sagen muss, es ist wirklich die Liebe zu einer Frau, nicht etwa zu Kindern zum Beispiel, denn er hatte auch einen Sohn. Aber die Liebe zu einer Frau, das war für ihn eigentlich wirklich neben dem Schreiben, war das der Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. Und also da, wenn man seine Briefe liest, der schreibt eigentlich fast nur Liebesbriefe. Also es gibt Geschäftskorrespondenz und sowas, aber die hauptsächlichen Briefe, die ich von ihm habe, sind Liebesbriefe und da geht es auch nur um Liebe. Also wenn man dann versucht, andere Dinge rauszulesen, das gelingt dann natürlich schon. Aber das war was für ihn einfach
unglaublich wichtig war. Und er hatte natürlich sehr tradierte Rollenvorstellungen, was Beziehungen angeht. Wie Sie schon sagten, der Mann muss derjenige sein, der das Geld verdient, was natürlich bei ihm dann zeitweise auch recht schwierig war als Immigrant. Aber das war seine Vorstellung. Und zugleich, mir ist das ja eher sympathisch, aber jeder Therapeut würde Ihnen sagen, lassen Sie das, hatte er ungeheure Erwartungen an die Liebe. Also das war wirklich ein Halt im Leben. Und vielleicht klappt nichts, aber du bist dann wenigstens da. Du bist diejenige, mit der ich und für immer. Und im Grunde sind es auch Erlöserfiguren fast für ihn, Frauen, mit denen er Beziehungen hatte. In Amerika fühlt er sich nicht wohl. Er ist eine Zeit lang in Hollywood. Mir fällt da immer ein Satz von Jurek Becker über Bertolt Brecht ein. Als Becker in Kalifornien ist, sagt er, na, Brecht hat es hier nicht gefallen, aber der war es ja auch zu schade, fürs Fernsehen zu schreiben. Und deswegen hat er nichts verdient. Bei Frank ist es dann so, dass ihm auch wie Brecht die ewige Sonne auf die Nerven fällt und dass er wirklich nicht so richtig weiß, wovon er leben soll. Dann kehrt er zurück und geht in die Bundesrepublik. Und jetzt, ich überspringe vieles, aber anders geht es nicht. Jetzt haben wir eine Situation, die ist so, dass seine Bücher durchaus in der Bundesrepublik verlegt werden. Aber wenn er mehr als 2000 verkauft, ist das schon ein Erfolg. Und der großartige Walter Janka vom Aufbauverlag, deswegen gut, dass es bei Aufbau erschienen ist, diese Biografie, der großartige Janka vom Aufbauverlag holt ihn zur Aufbau und auch dort erscheinen seine Bücher. Und ich glaube, keines davon hat weniger als 100.000 verkaufte Exemplare. Und Teil sehr viel mehr. Und trotzdem bleibt er in der Bundesrepublik. Warum? Das ist ja eine Frage, die man sich stellt, wenn es um einen Schriftsteller geht, der ja vor allem auch gelesen werden will. Also er hat anfangs hat er gewisse Berührungsängste mit der DDR. Also er wird natürlich, er wird dort anders behandelt. Die wollen seine Bücher publizieren und er ist am Anfang aber so ein bisschen scheu und scheut irgendwie auch so einen intensiven Kontakt mit Leuten aus der DDR, weil er Angst hat um seinen Ruf im Westen. Er möchte eben eigentlich als gesamtdeutscher Autor wahrgenommen werden und sitzt da irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber irgendwann lässt er sich einfach überzeugen, also weil er dort eben die Ehrerbietung bekommt, die er sich eben gewünscht hat. Und geht aber interessanterweise nicht in die DDR, also zieht nicht dorthin. Es gab Versuche, ihn dazu zu bewegen. Er macht es nicht und also er hat sich nie klar dazu geäußert, warum er es nicht macht. Es gab immer mal äußere Gründe, die sicherlich auch wirklich eine Rolle spielten. Seine Frau war dann irgendwann krank zu einem Zeitpunkt, als er hätte gehen können. Ich glaube aber, dass jenseits dieser äußeren Gründe schon auch eine Rolle spielte, dass er war überzeugt vom Sozialismus, er war überzeugt davon, dass die DDR der deutsche Staat ist, der eigentlich die Zukunft ist. Aber er hatte so eine intuitives Gefühl hatte, dass das trotzdem nicht richtig für ihn gewesen wäre, dort zu sein, weil er seine Freiheit eben unglaublich geliebt hat, weil er auch einfach den Westen, also er ist gerne einkaufen gegangen, er ist gerne teuer essen gegangen, das hat er natürlich auch alles geliebt. Ja, und er hatte eben diese Sensibilität für Gesellschaftsformen, in denen man sich eben nicht so frei entwickeln kann. Und ich glaube, dass das, auch wenn er das nie so gesagt hat, oder zumindest ich keinen Beleg dafür finden konnte, ein Grund war oder ein sehr wichtiger Grund war, warum er nie in die DDR gezogen ist. Es gibt dann aber doch eine Situation, wo er sich engagiert in Sachen DDR. Und zwar setzt er sich für seinen Verleger ein, für Walter Janka. Genau, also Frank hat eigentlich immer, also er hat die DDR nie öffentlich irgendwie kritisiert. Also er hat sich da sehr zurückgehalten.
und hat aber so, dass man eigentlich so ein bisschen sagen muss, dass ihm zuletzt so dieser scharfe Blick gefehlt hat für Ungerechtigkeiten, den er früher gehabt hat, weil er schon Dinge gesehen hat, die in der DDR nicht gut liefen und sich da eben trotzdem zumindest nicht öffentlich irgendwie kritisch geäußert hat, im Privaten vielleicht schon. Und dann wird eben sein Verleger Walter Janka wird verhaftet, weil eben die Leitung einer staatsfeindlichen Gruppe vorgeworfen wird. Und es gibt dann quasi so einen Schauprozess und der wird dann eben verurteilt. Und das ist ein Moment, wo eben eigentlich so dieser alte Frank wieder da ist, der sagt, es ist eine Ungerechtigkeit, die hier passiert und ich halte Walter Janka für unschuldig. Und ich muss mich für ihn einsetzen und das tut er. Er macht das zusammen mit Katja Mann. Die tüfteln also an so einer Petition irgendwie, versuchen irgendwie sich dafür einzusetzen, dass Janka freigelassen wird. Frank geht auch mehrmals in die DDR, spricht mit Ulbricht und versucht da irgendwie was zu bewirken. Schafft es letztlich nicht, aber das ist so ein Moment, wo er bereit ist und das schreibt er auch in einem Brief an Katja Mann, wo er eigentlich bereit ist, den Bruch mit der DDR zu riskieren, um eben für seinen Freund Walter Janka da zu sein. Das spricht für ihn umso mehr, wenn man bedenkt, dass er sonst keine Hemmungen hatte, Verleger sehr grob zu behandeln. Und er hatte meistens das Gefühl, dass sie ihm nicht genug bezahlt haben, dass sie nicht genug für seine Bücher tun. Ich habe mir sagen lassen, dass Autoren dazu überhaupt neigen. Aber er hat das besonders grob, unfreundlich und ungerecht ausgedrückt, immer wieder. Umso mehr muss man ihm das jetzt anrechnen, diese Solidarität mit Walter Janka, von der er nichts gehabt hat, außer dass es das ist, was anständig ist und richtig war in diesem Moment. Es böte sich jetzt an, noch über die ganz engen Verbindungen zur Familie Mann, vor allem zu Thomas Mann, zu sprechen und über vieles mehr. Aber die Zeit ist fortgeschritten und ich wollte Ihnen unbedingt Gelegenheit geben, Fragen zu stellen zur Biografie oder an Frau Radecke zum Nachlass, der zum Teil im Archiv der Akademie der Künste liegt. Bitte, hier vorne. Es gibt die Bitte, das ins Mikrofon zu sprechen. Das ist auch desinfiziert. Ich wollte Sie fragen, ob Sie auch Unterlagen gefunden haben, welche Beziehung er zu seinem Elternhaus im Laufe der Jahre, was er ja relativ früh verlassen hat und mit dem er ja offensichtlich gehadert hat, also das interpretiere ich jetzt mal, er wollte da raus und aufsteigen. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die Sie vielleicht in dem Buch an irgendeiner Stelle auch haben, dass er zu seinen Eltern noch Beziehung hat oder so? Also er hatte zu seiner Mutter eine ganz, ganz enge Beziehung. Also er hat mit seinem Elternhaus gehadert, aber eigentlich vor allem mit seinem Vater. Seiner Mutter, da gibt es Briefkontakt hat es gegeben, diese Briefe gibt es alle nicht mehr, aber ich weiß, dass sie sich geschrieben haben und auch ein sehr enges Verhältnis hatten und er ist auch immer mal wieder nach Würzburg zurückgekommen und er hat auch mit seinen Geschwistern, er hat zwei Schwestern und einen Bruder gehabt, mit denen hat er auch eigentlich die Beziehung immer sehr gepflegt und hat auch zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, als er nach Deutschland zurückgekommen ist, hat er seinen älteren Bruder zum Beispiel auch finanziell unterstützt. Also er hat schon auf eine gewisse Art und Weise, hadert er zwar mit Würzburg, aber er hat diesen Ort schon auch sehr geliebt. Nee. Hier vorne, bitte. Ich wollte nur fragen, wie ist er denn dann rausgekommen? Es gab doch in Marseille das American Rescue Committee von Varian Frey, der ja hier sogar eine Straße hat. Ne? Gab es das da schon oder haben die ihm geholfen? Genau, das gab es da schon. Varian Frey hat ihm geholfen. Er geht über die Pyrenäen. Es gab dann Leute von Frey, die... Genau.
Genau, also er ist den Weg gegangen über die Pyrenäen und ist dann eben nach Lissabon gekommen und ist dann mit dem Schiff von dort, konnte fliehen. Ja. Das wird im Buch so spannend wie genau erzählt und Fry spielt natürlich eine große Rolle dabei. Nicht, dass ich wüsste, ne? Ah, da und dann Frau Hanning. Ja, die Expressionisten hatten ja alle eben ein gespanntes Verhältnis zu den Vätern. Sie erzählen ja auch, dass der Leonard Frank mit seinem Vater über Kreuz lag. Sie haben jetzt angedeutet, nicht, dass er auch einen Sohn hatte. Das würde mich mal interessieren, wie da das Verhältnis war, weil sie die selbst meistens nicht die besten Väter waren. Ne? Also ja, er hat einen Sohn, der ist 1929 geboren und das war der Sohn sozusagen von seiner zweiten, also mit seiner zweiten Ehefrau und mit der war schon das Verhältnis sehr schwierig und die haben sich dann auch relativ bald getrennt und der Sohn war dann eigentlich meistens bei der zweiten Ehefrau und ich glaube der beste Vater war er nicht. Ja, so muss man es wahrscheinlich sagen. Also, Frau Reinig. Das geht nicht. Doch. Frau Rudolph, ich wollte noch mal großes Kompliment sagen. Sie haben absolute Pionierarbeit geleistet. Also wenn man sich vorstellt, zu Fontane, zu Goethe, zu Thomas Mann gibt es wirklich mehrere Biografien. Sie haben hier die erste Biografie vorgelegt, was eine enorme Arbeit war. Und Sie haben unglaublich gut recherchiert in vielen internationalen Archiven. Und jetzt meine Frage an Sie, und die stelle ich auch im Hinblick auf unser Literaturarchiv. Wollen Sie noch weiter publizieren? Also sprich, ja, aus dem Nachlass noch Schätze heben, eventuell Briefe oder auch andere. Haben Sie darüber nachgedacht, ob Sie da noch weiter forschen wollen? Weil Sie haben so viel jetzt für sich selbst, denke ich, auch so eine Basis also gelegt, dass es eigentlich ein Jammer wäre, wenn Sie jetzt damit aufhören würden. Also ich habe, nachdem ich mit dem Buch fertig war, hatte ich, um ehrlich zu sein, erstmal ordentlich die Nase voll. So. Aber ich habe dann gestern oder vorgestern, als ich mir Ihre Präsentation vorher nochmal angeguckt habe und dann so ein bisschen die Quellen mir angeguckt habe und dann auch nochmal irgendwie in mein eigenes Buch reingelesen habe, weil es jetzt ja auch schon so ein bisschen her ist, dass ich geschrieben habe, dann ist mir irgendwie sofort wieder aufgefallen, ach ja, an der Stelle, da wolltest du ja eigentlich noch mal weiter recherchieren, wie das eigentlich noch, also ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das noch nicht so ganz gewesen ist. Also ich meine, die Biografie ist geschrieben und es werden jetzt sicherlich keine weltbewegenden Erkenntnisse mehr zutage gefördert werden, aber ich glaube, fertig bin ich mit Leonard Frank nicht. Da kommt von mir, der ich gerne Ego-Dokumente lese, sofort die Nachfrage, würde es sich lohnen, eine Briefauswahl zu veröffentlichen? Mit Briefen von und an Frank? Also jenseits der entsetzlichen Briefe an die Verleger, die Sie zitieren. Ja, wollen Sie? Hier kommt schon ein Vorschlag vom Verlag, Liebesbrief. Ja, genau, also es werden tatsächlich wahrscheinlich die Liebesbriefe, also was eben wirklich interessant ist, sind die Briefe, da haben wir sie. Das ist so ein kleiner Schatz, den ich heben konnte. Das sind Briefe von Leonhard Frank an Maria Mein, eben an diese Frau, mit der er Ende der 30er Jahre, Anfang der 40er Jahre zusammen war. Und das ist ein Konvolut, ich weiß gar nicht, wie viele Briefe es sind, vielleicht so 50, 60, ich habe es nicht mehr richtig im Sinn. Die waren bisher völlig unbekannt und die konnte ich durch viele glückliche Zufälle in Schweizer Privatbesitz ausfindig machen. Und die verraten eben schon, ich meine, das sind auch diese klassischen Liebesbriefe von Frank, aber die verraten schon wirklich sehr viel über die bedrückende Situation in Frankreich auf der Flucht. Also das sind die Briefe, die er geschrieben hat, als er eben auch in Marseille war. Und das ist ein sehr schöner Bestand, der jetzt eben in der Akademie liegt. Hier sehen Sie, ich weiß nicht, wenn Sie scharfe Augen haben, Maria Mein, auf einem Foto und man sieht die beiden auch in Paris, wie sie versuchen, ein Foto von ihr zu machen und er beleuchtet, also er war nicht nur Liebesmetaphysiker und Erzromantiker, er hat sich dann auch praktisch nützlich gemacht in der Beziehung.
Ich würde das und den Briefwechsel mit Maria Main würde ich lesen, aber das ist natürlich Ihnen überlassen. Hier vorne war noch eine Frage, bitte. Also Sie haben uns das Leben von Leonhard Frank sehr nahe gebracht. Und jetzt hätte ich gerne noch mal, dass ich näher ans Werk herangeführt werde. Geben Sie doch bitte mal Leseempfehlungen, wenn ich heute Frank lesen möchte. Also, wenn Sie Frank lesen möchten, dann haben Sie erstmal das Problem, dass es viele Bücher nur noch antiquarisch gibt. Dieses Buch hier aber, Karl und Anna, gibt es nicht nur antiquarisch. Das ist sozusagen parallel zu meiner Biografie im Aufbau Verlag erschienen. Ich finde, eine sehr schöne kleine Ausgabe. Und Karl und Anna ist eine wunderbare kleine Geschichte, die man sehr, sehr gut lesen kann. Dann selbstverständlich seine Autobiografie, Links vor das Herz, ist, in der er sehr pointiert, sehr präzise eben ja, einfach diese ganze Zeit beschreibt, in der er gelebt hat und in der so wahnsinnig viel auch historisch passiert ist. Und die Geschichte hat sein Leben auch einfach wieder immer wieder unglaublich beeinflusst. Das findet man in diesem Buch, Links vor das Herz ist. Und natürlich auch seine politische Überzeugung steckt da auch drin, das sagt der Titel. Und ein noch wirklich ganz tolles Buch ist Die Jünger Jesu. Da haben wir hier vorhin das Manuskript gesehen, das eben nach dem Krieg entstanden ist und in dem es eben viel um wiedererstarkenden Antisemitismus und um die Konflikte der Nachkriegszeit geht. Und es ist wirklich, das kennen nicht viele, das ist nicht so das Leonhard-Frank-Buch. Man kennt die Räuberbande irgendwie, man kennt Karl und Anna, aber das ist ein unglaublich gutes Buch. Also ich sitze gerade wieder am Ochsenfurter Männerquartett und dann liegt da noch, wie heißt es, 3 von 3 Millionen? Von 3 Millionen 3, ja. Von 3 Millionen 3. Also wenn man diese Würzburg-Geschichten so hintereinander liest, lernt man, glaube ich, eine Menge auch über deutsche Mentalitätsgeschichte, ja, ja. Aus einer bestimmten Perspektive. Gibt es von Ihnen noch Fragen und Kommentare? Ein Kommentar, mit dem man den sehr auf sehr hohem Niveau lebenden Leonhard Frank in Ende der 20er Jahre verspottet hat, hat seinen berühmtesten Buchtitel aufgegriffen und dann gesagt, ja, der Mensch ist gut, aber mit Doppel-S im Sinne von Essen. Ich finde es immer ein bisschen spießig, Leuten, die bestimmte Überzeugungen haben, vorzuwerfen, dass sie gerne gut essen und gut leben und auch gut lesen. Ich wünsche Ihnen also, dass Sie zu all diesem Gelegenheit haben. Wir haben jetzt noch Gelegenheit, dank der Einladung von Aufbau hier im Hof, ein wenig miteinander zu plaudern und anzustoßen auf das Buch Rebell im Maßanzug, die erste Biografie Leonhard Franks. Vielen Dank, Frau Rudolph, für das Buch und für den Abend heute. Und Ihnen auch vielen Dank, dass Sie hier waren und für Ihre Geduld. Ich wünsche Ihnen alles Gute.